Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es Quest 2 Gameplay und zwar spiele ich mit euch Traffic Jams. Das ist heute erschienen oder für euch heute erschienen und im Traffic Jams sind wir ein Verkehrsregelexperte, sage ich mal, nicht wirklich Polizist, aber wir können den Verkehr kontrollieren und haben dafür Handzeichen zur Verfügung. So ist Stopp und so ist Komm schneller und ist ein echt witziges Game, sehr chaotisch. Ich habe jetzt erstmal so ein First Impression Video aufgenommen, um euch zu zeigen, um was es hier geht. Es gibt auch noch einen Karrieremodus, den ich euch zeige. Da kann man verschiedene Städte, verschiedene Tageszeiten freischalten. Und dann gibt es auch noch einen Mehrspielermodus, wo wir quasi, wir in der VR-Brille oder jemand in der VR-Brille ist und bis zu 4 Leute können mit einer Handy-App dann für Chaos stiften. Und scheint auch ganz interessant und witzig zu sein. Konnte ich jetzt aber noch nicht testen. Vielleicht kommt das noch. Und aber schauen wir uns jetzt erstmal die Seiten an. Einmal sind wir hier auf der Home-Seite von Traffic Jams und es ist erschienen für PC, Steam, Quest Store, Rift Store. Und wenn ihr das jetzt für die Quest kauft, habt ihr es gleichzeitig auch für die Rift und ist quasi Cross-Buy. Ist auch nicht immer selbstverständlich, von daher muss man das erwähnen. Und schauen wir mal ganz kurz auf die Traffic Jam Quest-Seite und hier sehen wir es, Quest wird supported, Quest 2, Rift. Und ich fand es echt ziemlich, ziemlich witzig gemacht. Also hat einen richtig coolen Comic-Stil, sage ich mal. Und alles ziemlich, ich meine, man sieht die Menschen ja hier, ne, wie die aussehen. Sieht ziemlich crazy aus, aber hat was. Und hier ist unser Dennis, der ist quasi unser Vorgesetzter und er zeigt uns, wie was geht. Und wir haben immer die Möglichkeit, Erfahrungspunkte zu kriegen. Also wir haben hier auf der Uhr eine Liste, was wir immer erfüllen können oder sollen. Und dafür kriegen wir halt Punkte. Und da sind immer verschiedene Aufgaben dabei pro Stadt. Und scheint ganz witzig zu sein. Und es ist auch noch für alle weiteren PC-VR-Headsets erschienen. Index, Vive, Rift, VMR-Brillen, also alles dabei. Und hat, so wie wir sehen, sehr großflächige Unterstützung an Sprachen. Es gibt zwar Sprachausgabe, also wenn der Dennis spricht, aber das ist so ein Kauderwelsch, das kann keiner verstehen. Von daher ist es eigentlich egal. Hier haben wir gerade diesen Party-Modus dann gesehen. Also wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Da muss man echt mal abwarten. Aber wie gesagt, ist ein echt witziges Game. Ich habe jetzt 3 Ründchen, glaube ich, gemacht als Ersteindruck. Und ich fand es echt ziemlich witzig. Und ich schaue mal, ob ich da noch mal reinschaue. Ob ich ein weiteres Video dazu mache und so weiter. Und vielleicht diesen Party-Modus natürlich auch. Ich denke auf jeden Fall, dass ich dann mit der Quest noch mal reinschaue. Und das auch eventuell, das ist ein Spiel, was man auch Leuten vorstellen kann, die mit VR noch nicht so viel zu tun hatten, weil sie müssen sich nicht bewegen. Man steht wirklich an einer Stelle und kann die Anweisungen geben. Und das versteht eigentlich jeder. Also ist ein Party-Game, wo man wirklich dann mit mehreren Leuten auch mal zocken kann und sich das auf dem Fernseher schmeißen kann, das Bild. Und dann können alle ein bisschen mitlachen. Und mit dem Handy-Modus ist das natürlich dann noch mal eine Ecke witziger, ne? Okay, Leute, jetzt will ich nicht zu lange reden. Gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. So, Leute, willkommen bei Traffic Jams. Das ist ein First Impression Video. Es soll auch nicht so lange gehen. Wir sind in Traffic Jams, ein Verkehrsordner, Polizist, sage ich mal. Und wir müssen den Verkehr regeln. Und das können wir machen, indem wir Handzeichen geben. Mit dem Thumbstick können wir Handzeichen geben. Und das in jeder Hand. Und so zeige ich quasi auf jemanden. Dann kann ich ihm so Anweisungen geben zum Stoppen. So soll er dann kommen. Also das wird einem so ein bisschen im Tutorial erklärt von Dennis. Und ich habe hier eben schon mal das Tutorial ein bisschen gespielt. So, wir können auch hier ein bisschen Unordnung machen. Man kann hier Dinge auch duplizieren. Das ging auf jeden Fall eben mal. Da. Also jetzt können wir die mehrfach, ne? Zack, zack. Ja, ein Dreier. Gucken, wie die fliegt. Oh, die fliegt sogar echt gut.
Okay. Ja. Hallo. Na? Liegst auf dem Trockenen, oder? Okay, fangen wir mit der ersten Mission an. Und bekannt für seine Käse und seine beruhigen Straßen mit wenig Verkehr. Also es gibt hier einen Karrieremodus und dann gibt es aber auch noch einen Modus, wo man lokale Mitspieler, die jetzt nicht in VR sind, ich glaube, das geht über eine App, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, die können dann mitspielen und Chaos stiften mit dem Verkehr. Und aber hier zeige ich es euch jetzt nur ein bisschen über den Karrieremodus. Legen wir mal los. Also ist wirklich First Impression, ich habe noch gar nicht gespielt, außer das Tutorial eben. Und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Hier haben wir unsere Liste, was wir alles bekommen. Das müssen wir gucken. Da wird ja richtig stressig hier. Achten wir mal darauf. Da kommt nichts, okay? Ja, halt, okay? Okay, das zeigt auch der Balken an, wie lange die warten können ungefähr, bis sie die Geduld verlieren. So, geht durch noch. Der nicht mehr. Wenn der durch ist, nehmen wir den ran. Oh, das war knapp. Oh, jetzt wird's hier kritisch. Komm, komm. Also echt witzig, ich glaube, wenn man das nochmal in diesen Party-Modus spielt, kann es richtig gut werden. Ah, ich habe nicht alles geschafft, also hier sieht man ja, was man immer erfüllen muss. Aber gut, war ja auch mein erstes Spiel.
Das große Monster muss aufgehalten werden. Okay, welches Monster? Ah, hier haben wir auch unseren Verkehrsbericht. Okay. Krass. Da haben wir Speicherung. Geht jetzt weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Keine Mission verfügt. Schneid dir einen Ordner und beginne damit, den Verkehr zu lenken. Haben wir jetzt nochmal das gleiche quasi. Tutorial habe ich gemacht. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Ah, guck mal hier. Ah, hier ist ja mehr Spieler. Okay, habe ich jetzt nicht. Und die sind wirklich mit dem Handy dann am Start, ne? Na komm, machen wir nochmal Gouda. Einmal und dann schauen wir mal weiter. Wie heißt das so schön? Vor der Arbeit ist nach der Arbeit, oder wie, ne? Oder nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Ach komm, den lassen wir noch durch, komm. Okay, Beeilung. Beeil dich! Komm, schneller! Na komm! Nicht so beeilen. Ne, nicht so langsam, komm. Beeilung, Beeilung. Gas. Also macht echt Spaß, finde ich. Komm. Auf jeden Fall haben wir ein paar mehr Erfolge jetzt gehabt.
Guti-guti, yeah. Perfekt, gut. Okay, wütend. Wütend war keiner und keine Unfälle. Oh, guck mal. Ein bisschen mehr, ne? In diesen LKWs steckt viel Potenzial, fahr sie kaputt. Guck mal, hier haben wir direkt noch einen. Und das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. In Paris. In Paris ist ja alles immer schlimmer, ne? Vom Verkehr her. Und nicht nur im Straßenverkehr. So. Ich denke mal, von rechts kommt was, weil da irgendwas ist. Komm! Ah! Ich dachte, die Scheibe könnte ich noch kaputt machen. Haust du ab! Genau das wollte ich. Na komm, wir können rüber. Hurry, hurry. Wo will der hin? Okay, der kann doch. Das kann echt stressig werden hier. Mann, oh Mann. Was denn ist? Hey, Dennis! Siri, Bro. Ja, geht. Traffica ist crazy. Kuckuck! Wo warst du?
Du sollst mir doch helfen. Wie geht's also, Flo? Dodo, sorry. Bila, didam, boom, chicka, wow, wow. Ich würde dir ein bisschen so ein Hütchen aufsetzen. Okay. Maybe, so, okay, warte, die Soda. Nein, nicht. Ist viel zu klein für mich. Me is a corazzi, Fado di Sado. Tschüss, Dennis. Bye, bye. Ja, das war Dennis. Jetzt habt ihr ihn auch mal kennengelernt. Habe ich gemacht. Ja, Leute, hier haben wir jetzt noch mal Gouda bei Nacht. Paris müssen wir noch ein paar Sachen holen. Also es gibt immer scheinbar immer Nachtzeit, Stoßzeit, Tageszeit und so weiter. Ja, aber das soll nur ein First Impression Video sein hier und damit wäre ich erstmal durch. Wie findet ihr das Game? Findet ihr es witzig? Wäre das was für euch? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich würde mich natürlich jetzt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, liken und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.